Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen zur legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich wieder einen Politiker zu Gast. Begrüße Sie mit mir den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden der SPD in Mannheim und Stadtrat in Mannheim. Begrüßen Sie mit mir Reinhold Götz. Hallo Reinhold. Hallo Rainer. Grüße dich. Danke für die Einladung und ebenfalls guten Tag. Jetzt ist endlich mal jemand aus Mannheim bei mir. Lange hat es gedauert. Du bist der Erste, der es gewagt hat und ich denke, du wirst dich bereuen. Nein, auf jeden Fall ein richtiger Mannheimer stellt sich jeder Sendung. Das ist ein Wort. Reinhold, ich will dich erstmal kurz vorstellen. Also, du bist verheiratet, hast 3 Söhne, 3 Kinder. Du hast Wirtschaftsschule und Wirtschaftsgymnasium hinter dich gebracht in Mannheim. Du hast das Studium der Wirtschaftspädagogik an der Uni Mannheim absolviert mit Abschluss Diplom-Handelslehrer. Wenn irgendwas stimmt, gleich. Nein, gleich. Lange her, aber stimmt. Du warst Gewerkschaftssekretär bei IG Metall in Mannheim und bei IG Metall Vorstand in Frankfurt. Bis seit 1999 Stadtrat in Mannheim und seit 2011 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD in Mannheim. Das ist eine sehr interessante Laufbahn und ich habe gelesen, dein Leben als Gewerkschafter dreht sich hauptsächlich um das Thema soziale Gerechtigkeit. Das trifft zu und ich war dann wieder ab dem Jahre 1998 in Mannheim bei der IG Metall beschäftigt und war dann lange Jahre Zweiter und am Schluss erster Bevollmächtigter der IG Metall in Mannheim. Du bist Ansprechpartner für die Neckarstadt und zwar für Ost und West. Du bist in den Aufsichtsräten der GBG Mannheimer Wohnungsgesellschaft und MWS Projektentwicklungsgesellschaft. Ich nehme an, die GBG ist in Ludwigshafen die GAG, oder? Genau, das ist unser Wohnungsbaugesellschaft. Genau, ja. Du bist in den Ausschüssen Hauptausschuss Bildung und Gesundheit und Konversion. Jetzt erkläre unseren Zuschauern, was ist denn Konversion? Also wir haben ja in Mannheim die Riesenchance, dass wir in der Vergangenheit viele amerikanische Soldaten in Mannheim stationiert waren und wir natürlich einige Kasernen hatten. Und seit einigen Jahren ist es ja so, dass eine Kaserne nach der anderen geräumt wurde. Ja. Da sind insgesamt in Mannheim 500 Hektar Militärfläche, davon sind über 300 Hektar zwischenzeitlich frei. Mhm. Diese Flächen sind dann an den Bund sozusagen übergeben worden und wir haben uns als Stadt das Ziel gesetzt, dass wir diese Flächen gemeinsam entwickeln wollen für die Themenschwerpunkte Wohnen und Arbeit. Und da sind wir kräftig dabei. Da soll zum Beispiel ein ganz neues Stadtquartier in Mannheim-Käfertal entstehen, auf dem Gelände der ehemaligen Benjamin Franklin Village, wo zukünftig mal über 9000 Menschen wohnen sollen. Das wird neu entwickelt und so gibt es mehrere Flächen in Mannheim. Ist also ein riesiges Stadtentwicklungsprojekt. Wie kann man das so einfach wie möglich erklären, Konversion? Ja, Konversion heißt, dass man aus militärisch genutzter Fläche sozusagen eine Fläche macht, die zivil jetzt genutzt wird. Jetzt habe ich es verstanden. Und deswegen sozusagen den Begriff der Konversion, also weg vom Militär, zu einer anderen Entwicklung, zu einer positiven Stadtentwicklung. Und wenn ich es verstehe, verstehen es meine Fernsehzuschauer auch. Gut, also jedenfalls ist es für Mannheim eine riesige Chance, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, viele neue Wohnungen zu errichten, ganze neue Stadtquartiere zu errichten. Wir uns Gedanken machen darüber, wie diese erschlossen werden, beginnen vom öffentlichen Personennahverkehr bis zu der Frage, wie organisieren wir die Mobilität in diesen Stadtteilen neu. Wir müssen neue Schulen bauen, Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, also alles, was dazugehört. Eine riesige Aufgabe, aber auch eine riesige Chance für unsere Stadt. Das gleiche Problem war ja in Frankfurt, wo die Airbase geräumt worden ist. Genau. War das gleiche Problem und war das auch sehr gut gelöst. Also das heißt, natürlich aufgrund dessen, dass die amerikanischen Soldaten weggegangen sind, ist natürlich schon ein Loch entstanden, auch für die Wirtschaft. Aber man hat wieder neue Chancen genutzt
um das wieder auszugleichen. Und so ist es Mannheim auch gewesen. Genau. Also einmal wohnen, leben, aber auch arbeiten. Wir haben zum Beispiel ein ganz neues Gewerbegebiet in Mannheim entwickelt, die Taylor Barracks, wo sich auch Firmen angesiedelt haben, teilweise von außerhalb, teilweise auch von Mannheim, die dann dort gewechselt sind, weil der Platz nicht gereicht hat, wo sie bisher waren. Also immense Chancen, die wir haben, und da sind wir eigentlich auf einem sehr guten Wege. Das heißt, jedes Ding hat zwei Seiten, und es gibt einmal die Möglichkeit zu sagen, ich jammere jetzt, was alles wegfällt, oder ich nutze die Chance, neue Möglichkeiten zu erschließen. Und ihr habt die Mannheim jetzt richtig gemacht. Ihr habt die neuen Möglichkeiten genutzt. Ja, manche Sachen sind natürlich dann schon so, dass er einem ärgern. Ich will das eine Beispiel nennen. Wenn die Amerikaner Gelände räumen, dann fällt dieses Gelände an den Bund zurück. Und damit hat der Bundesfinanzminister die Hand drauf. Und das ist ein zähes Ringen und Verhandeln, wenn wir dann als Kommune, als Stadt Mannheim, diese Flächen erwerben wollen, dann müssen wir dafür Geld bezahlen. Und das ist ein Gefeilsche. Und da sage ich, das dürfte eigentlich nicht sein, sondern diese Flächen müssen wir unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen, damit man noch besser auf die Stadtentwicklung Einfluss nehmen kann. Das sind so Sachen, die einen dann ärgern in dem Zusammenhang. Aber letztendlich sind natürlich die Chancen, die wir dadurch gewinnen, sehr, sehr wichtig für die weitere Entwicklung Mannheims, denn wir rechnen ja auch in den nächsten Jahren mit Bevölkerungszuwachs. Ja. Und insofern müssen wir den Menschen ja auch Wohnungen und Arbeitsplätze anbieten. Ja. Und gerade das Thema Wohnen ist natürlich als Sozialdemokrat für mich und als wohnungspolitischer Sprecher unserer Fraktion eines der ganz zentralen, wichtigen Themen, wo wir auch versuchen wollen, dass auch wieder Wohnungen gebaut werden, damit auch der Durchschnittsverdiener, die Krankenschwester, der Benzarbeiter am Fließband oder auch die Erzieherin in der Kindertageseinrichtung sich eine Wohnung erlauben können. Und da haben wir natürlich jetzt einige Möglichkeiten. In dem Zusammenhang hoffen wir ein bisschen, dass die Koalitionsverhandlungen in Berlin uns ein bisschen Rückenwind geben, um da auch noch mehr tun zu können. Da werden wir gleich drüber sprechen, Reinhold. Aber ich finde es irgendwie beispielhaft, nicht nur für die Politik, sondern für alle Tätigkeiten, die ausgeübt werden, wenn das Alte aufhört, nicht über das Gewesene jammern, sondern Chancen für Neues zu nutzen. Das gilt ja für alle Bereiche. Das gilt für alle Bereiche. In der Politik, in der Wirtschaft, in allem. Das habt ihr wunderbar gemacht. Immer. Ja, ich denke, wir sind da auf gutem Wege. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass wir bisher die Flächen so entwickelt haben, dass keine zusätzlichen Steuergelder dafür verwendet werden, sondern dass sozusagen die Entwicklung sich selbst trägt. Auf Benjamin Franklin haben wir 15 große Investoren gewinnen können, die dort Wohnungen für uns errichten, und wir haben sogar Einfluss nehmen können darauf, was für Wohnungen errichtet werden. Wir haben Einfluss nehmen können darauf, wie, in welcher Architektur, in welcher Anordnung die Wohnungen entwickelt werden, weil wir natürlich auch sagen, das soll nachhaltig sein und soll am Schluss auch zu einer positiven Stadtentwicklung führen. Ich habe vorhin gesagt, du bist der erste Mannheimer. Das hat sich natürlich auf die Politik bezogen, weil mein guter Freund, der Charlie Graf, war schon bei mir. Und da ist ja auch ein echter Mannheimer. Ein echter Mannheimer. Also insofern bist du der zweite, aber der erste Politiker. Gut. Das wollte ich nur korrigieren. Also Charlie, wenn du mich siehst, alles Gute. Okay, wir sehen uns ab und zu im Fitnessstudio. Aha. Apropos Fitness. Ich möchte dich, meinen Fernsehzuschauern, noch mal ein bisschen privater vorstellen. Ich habe gelesen, deine Hobbys oder was du magst, ist tanzen, spazieren gehen, lesen und Urlaub. Ja, kann man so sagen, wobei es in den letzten Jahren ein bisschen wenig Zeit dafür gegeben hat. Jetzt ist es ja etwas besser geworden, da ich mich ja jetzt in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinde, jetzt auch in wenigen Monaten in Rente gehe. Insofern habe ich dann jetzt etwas mehr Zeit, aber Tanzen ist zum Beispiel ein großes Hobby. Ja. Dann Bücher, Biografien über zeitgeschichtliche Persönlichkeiten
Rosa Luxemburg, Willy Brandt natürlich, ja. Barack Obama und Romane mit historischem Hintergrund. Das finde ich interessant. Ja, gut, so Geschichte war immer ein wichtiges Thema, auch bei mir, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ich denke, da kann man auch einige Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen. Und Musik hört der Reinhold am liebsten die Beatles, Rolling Stones und Pink Floyd? Ja, aber auch so zwischenzeitlich die Musik wie die Helene Fischer, wo ich vor kurzem auch in der SAP Arena war. Ah. Das sind schon, schon Dinge, die ich mir gerne auch anhöre. Was mir vor allem bei dir gefällt, Reinhold, du sagst, das Wichtigste ist die soziale Gerechtigkeit, haben wir schon drüber gesprochen. Und vor allem gleiche Lebenschancen für alle Menschen. Wenn das mal wahr werden würde auf der Welt, dann wären wir ein Stück weiter. Ja, das gilt natürlich national, aber es gilt noch viel mehr international. Ja. Aber es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich da ein Stück weit halt geprägt bin durch meine eigene persönliche Entwicklung. Ja. Denn ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe noch drei Geschwister. Und der Einzige, dem es dann ermöglicht wurde, Abitur zu machen, war ich, weil die anderen dann sozusagen schon fast aus dem Hause waren und dann die Eltern sozusagen einmal das finanzieren konnten. Und das war im Übrigen auch der Grund, warum ich damals in die SPD im Jahre 1970 eingetreten bin, weil das Thema gleiche Stadtchancen für die Menschen, gleiche Bildungschancen und damit auch Chancengleichheit insgesamt bis hin zu Verteilungsfragen für mich immer von zentraler Bedeutung war. Bis wir jetzt auf deine Arbeitsfähigkeiten zu sprechen kommen, muss ich noch eins fragen. Du warst Vorstandsmitglied im Ortsverein Groß Gera. Ich komme aus Marfelden, also ist gerade eben dran. Ja. Wie kommst du da hin? Ja, ich habe ja von 1984 bis 1998 beim IG Metall Vorstand in Frankfurt gearbeitet. Und dann sind wir erst in den Odenwald gezogen und dann nach Groß-Gerau-Dornheim. In Dornheim. Und als die Kinder klein waren, das war schön, sind sie sozusagen behütet aufgewachsen. Hast du gewohnt, oder? Und da habe ich dann auch einige Jahre gewohnt und 1997 sind wir dann wieder nach Mannheim zurück. Dornheim hat sich ganz schön entwickelt. Ne? Ja. Also überhaupt die kleinen Orte, auch in Urbayern. Ich habe Verwandte bei Rosenheim, diese kleinen Ortschaften, wo vor 10 Jahren noch klein waren, die haben jetzt alle 8.000 bis 10.000 Einwohner. Ja, ja, da sind natürlich riesige Baugebiete erschlossen worden. Ach, und Tourismus, ne? Genau, aber auch jetzt natürlich Groß-Gerau sind natürlich, wohnen natürlich sehr viele Menschen, die insbesondere in Frankfurt arbeiten. Und dann ist vorziehen, außerhalb Frankfurts zu wohnen, manchmal auch außerhalb Frankfurts wohnen müssen, weil natürlich die Mieten viel zu hoch sind. Das ist alles der Vorteil vom Flughafen. Ja, er hat Nachteile, aber auch Vorteile. Ja. Wenn du, ich sage immer, wenn du im Rhein-Main-Gebiet den Flughafen wegnimmst, den Obel, dann sieht es böse aus. Ne? Ja. Das ist genau hier die BASF. Ne? Ja. Ich schimpf alle über die BASF, aber wenn die weg wäre, würden die Leute sich umgucken. Ne? Ja, das ist wie in Mannheim der Benz. Oder das, oder John Deere. Ja. Und deswegen hat es uns ja so maßlos getroffen, dass GE einen unseren großen Traditionsbetrieb jetzt praktisch geschlossen hat. Aber können wir vielleicht nachher nochmal. Jetzt hat ja IG Metall einen Abschluss erreicht. 4,1% habe ich gelesen. 4,3. Oder 4,3 noch besser. Und 28 Stunden Arbeitszeit Woche. Also jeder kann seine Arbeitszeit verkürzen, wie er es für richtig hält. Bist du mit dem Abschluss zufrieden? Ja, ich glaube, ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich da nicht mehr mitgewirkt habe, logischerweise, weil ich ja nicht mehr in Funktion bin. Aber man verfolgt das ja sehr intensiv. Ja. Ich glaube, wir können sowohl materiell zufrieden sein mit den 4,3% und dann muss man natürlich dazu sagen, dass dann im nächsten Jahr es keine Tabellenerhöhungen gibt, aber dafür wir vereinbart haben, ein Zusatzentgelt von 27,5% eines Monatslohnes. Dass wir sozusagen jetzt zusätzlich vereinbart haben. Das heißt, wir haben jetzt zukünftig das Weihnachtsgeld, wir haben das Urlaubsgeld und wir haben diesen Zusatzlohn über diese Einmalzahlung in Höhe von 27,5%. Das macht natürlich volumenmäßig sehr viel aus, sodass wir einen Abschluss haben, der natürlich deutlich über 6% liegt auf 27 Monate Laufzeit. Und wir haben das große Thema Arbeitszeit, sind wir angegangen.
weil wir natürlich festgestellt haben, dass viele unserer Mitglieder Bedürfnisse haben, zumindest zeitweise ihre Arbeitszeit reduzieren zu wollen. Zum Beispiel, weil sie eine pflegebedürftige Mutter haben oder weil Kinder geboren wurden oder weil sie Schicht gearbeitet haben und nach 30 Jahren einfach, ich sage jetzt mal, nicht mehr in der Lage sind, 35 Stunden in der Woche im Dreischichtbetrieb zu arbeiten. Und für diese Personengruppen haben wir das jetzt ermöglicht, dass sie ihre Arbeitszeit für 2 Jahre, wenn sie es denn wollen, auf 28 Stunden reduzieren können. Und dafür wird dann, kann dieser Ausgleich, dieses Zusatzeinkommen, das wir vereinbart haben, dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genommen werden, damit es materiell etwas abgefedert wird. Das heißt, im Klartext zum Beispiel ein Schichtarbeiter, der seine Arbeitszeit verkürzen will, kann dann ab nächstem Jahr 8 zusätzliche bezahlte freie Tage im Jahr realisieren. Jetzt muss ich dich mal fragen, Reinhold, der Michael Tätchen war ja bei mir, der Nachfolger von der Jutta im Europaparlament. Ja. Und mit ihm habe ich diskutiert. Ich habe gesagt, Michael, kannst du dir erklären, und wenn ich jetzt so einen Mann bei mir als Gast habe, der sein Leben lang mit Herzen Gewerkschafter war und immer noch ist, hast du auch den Eindruck, dass die Gewerkschaften sich in den letzten, sagen wir, 2, 3 Jahren zu sehr zurückgezogen haben? Also im Fernsehen, oder liegt es an den Fernsehsendern, gerade in den Talkshows, ja, man sieht keinen Gewerkschafter mehr, laden die keinen ein oder hinten ist. Also das ist richtig, was du sagst. Es fällt mir auch auf, dass wir früher in den Medien präsenter waren. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern dass die Medien eben ganz andere Themen setzen. Aber also gerade, gerade in der Zeit, wo es doch praktisch brennt an Themen, so viel Themen gab es ja früher nicht. Ja, ich gebe dir ja recht, weil ich meine, wir sind ja eine starke Organisation als IG Metall. Wir haben Mitgliederzuwächse, schon seit Jahren Mitgliederzuwächse. Wir sind gut organisiert in den Betrieben, aber in der öffentlichen Debatte, bei den Medien oder in den Talkshows finden wir leider kaum statt. Ich meine, gut, man darf die Talkshows nicht immer werden. Nur mal, mir fällt auf, da wird über Themen diskutiert, was eigentlich brandaktuelle Gewerkschaftsthemen sind und keiner ist da. Ja. Sehe ich so wie du, aber wir können es nicht ändern. Du meinst, das ist auch gewollt, oder? Ja, also jedenfalls ist es so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Vorsitzender der IG Metall, der Jörg Hoffmann, nicht in eine Talkshow gehen würde, wenn er eingeladen wird. Aber er wird leider zu selten eingeladen. Oder auch der DGB-Vorsitzende Hoffmann oder andere führende Gewerkschafter. Es ist so und man sieht ja in den Talkrunden, leider fast immer die gleichen Personen. Und das führt ja auch dazu, also mir geht es manchmal so, dass ich dann schon von vornherein ausschalte, weil ich dann auch sage, die habe ich jetzt in den letzten Monaten schon zigmal in Talkshows gesehen, das wiederholt sich alles und das hat keinen Mehrwert mehr, es bringt auch nichts. Also insofern müssen, glaube ich, auch die Talkshows sich überlegen, ob erstens die Themen, die sie setzen, wirklich die Themen sind, die die Menschen berühren und zweitens, ob sie auch Leute einsetzen, die die Lebenswirklichkeit der Menschen auch kennen und nicht nur Professoren und Akademiker und Wissenschaftler und Parteipolitiker in Spitzenfunktionen, die manchmal, egal welcher Partei sie angehören, leider sehr weit weg von der Lebensrealität der Menschen sind. Reinhold, du sprichst ein wichtiges Thema an. Ich habe immer das Gefühl, gerade in den Talkshows sind die Gäste, egal welche Partei jetzt, nehme ich keine Partei aus, oft dazu da, um sich mehr selbst darzustellen, als irgendwelche Programme zu verkünden, was den Bürger weiterbringt. Und das ist eigentlich ein Fehler, warum die Bürger sagen, wie du sagst, da schalte ich gerade mal ein, ich weiß schon eh, was er sagen will. Ja. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, egal welche Partei das ist. Das ja, natürlich. Und ich meine, es muss doch wachrütteln, wenn zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der letzten Bundestagswahl dieser eine junge Pfleger, der in einer Talkshow mal der Bundeskanzlerin eine kritische Frage gestellt hat, sozusagen dann jetzt in Talkshows dann auftritt, was ich gut finde, aber weil man sagt, der kennt die Lebenssituation, der arbeitet in dem Bereich. Das ist doch aber auch eine Anklage an diejenigen, die eigentlich in der Politik für die Bereiche zuständig sind, dass sie offensichtlich nicht nah genug an den Problemen dran sind. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass die Bürger, die Wähler sagen, die machen ja eh, was sie wollen. Vielleicht kommt es daher, weil jeder
hat Angst, irgendwas falsch zu sagen. Und dann stellt er sich selbst dar. Aber eigentlich, wenn du mal überlegst, wenn du so Talkshows anschaust, was kann ich als normaler Zuseher, parteiunabhängig jetzt, was kann ich daraus gewinnen? Eigentlich gar nichts. Ja. Oder nicht viel. Nicht viel, sagen wir mal. Schön unterhalten, ne? Ja, natürlich. Es gibt schon interessante Sendungen. Aber ich sag jetzt mal so, 90% der Realität unserer Bevölkerung spiegelt sich dort nicht wieder. Also unter welchen Arbeitsbedingungen arbeitet eine Krankenschwester? Wo drückt es die älteren Menschen, die eine Rente haben, zwischen 1200 und 1500 Euro im Monat? Was passiert mit Menschen, die im Alter in einer Situation sind, dass sie nicht mehr ihre Miete bezahlen können? Genau. Wie geht es einem Schichtarbeiter, der im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet und sozusagen natürlich gesundheitlich einen hohen Verschleiß hat? Also ich könnte jetzt noch viele weitere Themen auch nennen. Oder wenn wir über das Thema Wohnen reden, dass wir den Leuten auch sagen müssen, dass ein Mietpreis, wie er zwischenzeitlich in Mannheim bei Neuvermietungen ja auch gang und gäbe ist, also wenn eine Wohnung neu vermietet wird, dass der Mietpreis zwischen 9 und 11 Euro pro Quadratmeter liegt oder sogar 12 Euro, wo ich sage, das kann sich ein Durchschnittsarbeitnehmer gar nicht mehr erlauben. Und da fragen dann natürlich die Leute, was macht die Politik dagegen, dass es da Veränderungen gibt. Und insofern sage ich jetzt mal, ist natürlich klar, wenn Wissenschaftler, die in Einkommenskategorien sich befinden, wo man durchaus Mieten von 10, 11, 12 Euro zahlen können, die drückt es nicht besonders, für die ist das kein großes Problem. Aber für die Krankenschwester ist es ein großes Problem. Ich denke, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, stimmt einfach das Verhältnis zwischen Steigerung der Löhne und Steigerung der Preise nicht mehr. Es ist nicht nur die Miete, es sind alles so. Ne? Ja, das ist der eine Teil. Also jetzt bin ich ja nun von Hause aus Gewerkschafter und muss sagen, dass wir natürlich für einen Großteil unserer Mitglieder gute Tarifergebnisse erzielt haben und die Tarifergebnisse deutlich besser waren als umgekehrt die Inflationsrate. Aber ein anderer Teil der Bevölkerung, der wird dadurch nicht abgedeckt. Also die Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, Millionen von Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Die Leute, die, ich sage jetzt mal, befristete Arbeitsverhältnisse haben, die Rentner etc. etc. Die Leute, die in Betrieben arbeiten, wo Gewerkschaften gar keine Rolle spielen. Ja. Man muss sich ja mal vor Augen führen, dass in mehr als einem Drittel der Betriebe und für mehr als ein Drittel aller Menschen Tarifverträge überhaupt nicht gelten, weil die Arbeitgeber die Tarifverträge nicht anwenden, weil die Gewerkschaften dort nicht vorhanden sind. Und das sind natürlich Dinge, die, ich sage jetzt mal, dazu führen, dass ein Teil der Arbeitnehmer, den wir auch repräsentieren und für den wir auch Tarifverträge machen, durchaus Einkommensverbesserungen erzielt hat in den letzten Jahren oder wir erzielen konnten. Aber ein anderer Teil, auch aufgrund der Deregulierung, die in der Politik betrieben wurde, auch von der Partei, der ich angehöre leider, unter dem Stichwort Agenda 2010, das hat natürlich dazu geführt, dass die Schere zwischen den Menschen, denen es gut oder einigermaßen gut geht und denen es schlecht geht, immer weiter auseinandergeht. Naja, das ist genau das, was ich gerade eben sagen wollte. Du nimmst mir das Wort schon voraus aus dem Mund, Reinhold. Aber das ist gut, wenn der Gast das sagt, was der Moderator sagt. Okay. Dann ist es gut. Oder auch nicht gut. Ja. Auf jeden Fall, bei den Mieten, ich gehe jetzt nicht davon aus, von Leuten, die wirklich arm sind. Ich gehe jetzt von Leuten aus, die zur Mittelschicht gehören. Und selbst die haben ja Probleme, ihre Mieten zu zahlen. Und da fängt es ja schon an. Weil die Mietpreisbremse nicht durchgesetzt werden kann. Und das ist zwar ein Armutszeugnis. Was nutzt das? Es ist genau bei den sogenannten Promis oder Großverdienern. Der Ion Dirac, der Manager von Boris Becker vor 30 Jahren, hat gesagt, es nutzt nicht das, was du einnimmst, wichtig ist, was du ausgibst. Und ihr könnt die Abschlüsse so gut machen, wie ihr wollt. Das sind ja Bombenabschlüsse normalerweise. Wenn die Preise sich immer weiter nach oben entwickeln, nutzt es ja nichts. Ja, natürlich trotzdem waren immer die Tariferhöhungen besser. Höher als die Inflationsrate. Ja, das muss man sagen. Aber wie gesagt, es trifft halt nur für die Menschen zu. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite muss auch stimmen. Genau.
Ne? Aber die andere Seite, da ist insbesondere die Politik auch gefahren. Das genau. Ist so. Da könnt ihr nichts dafür. Ja, und die Mietpreisbremse, ich meine, das war von vornherein klar, so wie sie angelegt war von der alten Bundesregierung. Ich hoffe ja, dass es jetzt da deutliche Verbesserungen gibt. Die hat so gut wie keine Wirkung erzielt, weil die Vermieter sich schlicht und einfach nicht darum geschert haben, was im Gesetz drinsteht. Die mussten ja noch nicht einmal mitteilen dem neuen Mieter, wie hoch denn die alte Miete war. Und jetzt frage ich, wenn jemand eine Wohnung mietet und dort 10, 15, 20 Bewerber da sind, die die Wohnung haben wollen, der erste, der fragt, ja, und wie hoch war denn der Mietpreis meines Vorgängers, der bekommt die Wohnung nicht. Und da muss zum Beispiel in diesem kleinen Punkt, der aber nicht unwichtig ist, muss, wenn jetzt hoffentlich eine Regierung zustande kommt, müssen die politischen Weichen anders gestellt werden. Genau das habe ich gemeint. Die Jutta, für die ich ja im letzten Jahr den Wahlkampf hier auch mit organisiert habe, ich habe es gern getan, die Jutta hat hauptsächlich deswegen gewonnen, wegen diesen zwei Punkten, die du aufgeführt hast. Bürgernähe und soziale Gerechtigkeit. Und diese zwei Sachen sind wichtig in der Gesellschaft. Und da frage ich heute noch, der Konkurrent, der Bene Übel, hat im ersten Pressetext öffentlich gesagt, es gibt keine Nachfrage in Ludwigshafen für einen sozialen Wohnungsbau. Jetzt frage ich mich, ich schätze den Bene Übel bestimmt als intelligent ein. Hat er das nicht kapiert? Ich meine, das weiß jeder Mensch, wenn ich so eine Aussage mache, kann ich nicht gewinnen. Weil der soziale Wohnungsbau ist äußerst wichtig und ist notwendig. Wie kann ich sowas sagen? Ist es Taktik? Ich weiß es nicht. Absolut. Wir wurden nur in den letzten Jahren in den Kommunen sozusagen allein gelassen. Ohne Förderprogramme des Bundes und Förderprogramme der Länder sind wir nicht mehr in der Lage, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Das ist die eine Seite der Medaille, das muss man betonen. Deswegen, wenn jetzt vereinbart wurde oder wird, dass mehrere Milliarden Euro in den Wohnungsbau fließen sollen, dann ermöglicht uns das als Kommune auch wieder mehr bezahlbare Wohnungen anzubieten oder bauen zu lassen. Aber weil du gerade die Jutta erwähnt hast, es hat uns in Mannheim natürlich sehr gefreut, dass Ludwigshafen nach einer Phase, wo mal die Oberbürgermeisterin nicht der SPD angehört hat, aber dass sozusagen wieder eine Sozialdemokratin Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen geworden ist. Wir arbeiten ja auch ziemlich gut mit der SPD in Ludwigshafen zusammen, wir treffen uns ja regelmäßig. Also da auch nochmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch an die Jutta. Und verbinden damit auch die Hoffnung, dass die Zusammenarbeit zwischen Ludwigshafen und Mannheim noch besser wird als in der Vergangenheit. Denn in beiden Städten regieren ja jetzt sozusagen Sozialdemokraten als Oberbürgermeister. Wenn es eine Person verdient hat, Oberbürgermeisterin zu werden, dann ist sie Jutta. Weil sie hat so viel menschliche Wärme, Bürgernähe und Kompetenz, dass man einfach nur sie wählen kann. Ich habe nichts gegen den Bene Übel gehabt, bestimmt nicht. Aber es gab keinen Punkt, wo er stärker war als Jutta. Keinen. Und so ist Jutta dann Oberbürgermeisterin geworden. Und Jutta, du hast gehört, die SPD in Mannheim freut sich auch. Und ich freue mich noch mehr. Wir alle freuen uns, Jutta. Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen sprechen über die Aufgaben des Stadtrates. Du bist auch Stadtrat. Ja. Da habe ich oft schon gehört, ja, Stadtrat, die haben ja eigentlich nur Weisungsbefugnis. Die sind ja eigentlich nur dazu da, um die Punkte, die Programme abzuhaken. Also ist ja so, wenn ich was falsch sage, korrigiere mich gleich, Reinhold. Die kommunale Politik läuft doch so ab. Es gibt einen Vorschlag, zum Beispiel vom Oberbürgermeister oder von den Stadtverordneten. Das geht dann weiter an die einzelnen Firmen, an die Aufsichtsräte, in die Ausschüsse und dann wird es in der Stadtratssitzung wird dann zu oder abgestimmt. So, ist es ähnlich oder nicht da ganz falsch? Ja, ganz so ist es nicht. Natürlich hat die Verwaltung
ich meine, bei der Stadt Mannheim arbeiten in der Kernverwaltung über 6000 Menschen, ja. In den verschiedenen Fachbereichen, hat natürlich einen großen Einfluss. Sie müssen ja dafür sorgen, dass die alltägliche Arbeit einer Kommune läuft. Es geht die Schulen von den Hausmeistern bis zu den Schulsekretariaten, die Erzieherinnen, die Müllabfuhr, all die Sachen, das muss ja funktionieren. Ja. Mich interessiert nur, meine Zuschauer auch, weil mich die schon einige gefragt haben, ja. Erklär doch mal, wie so ein, eine Idee, wenn einer eine Idee hat, wie das weitergeht. Also angenommen, du hast eine Idee. Ja. Wie geht es zuvor? Also wenn ich oder andere eine Idee haben, die im Stadtrat sitzen oder weil in der Partei, zum Beispiel in der SPD, ja. diskutiert wird, ich mache es mal an einem ganz kleinen Beispiel, ganz aktuell ja. Deutlich. Wir haben jetzt diskutiert, dass wir es für sinnvoll halten als SPD-Gemeinderatsfraktion, dass wir in Mannheim nicht nur in der Innenstadt, sondern generell ein Kurzstreckenticket ja. bei der Straßenbahn ja. ÖPNV einführen ja. wollen, dass eben der Fahrpreis zum Beispiel, wenn man nur 3 oder 4 Stationen fährt, egal ob das in einem Vorort ist oder im Zentrum, eben dann bei 1,40 Euro liegt und nicht bei 2,60 Euro. Dann stellen wir Anträge. Als Fraktionen im ja. Gemeinderat und der Gemeinderat stimmt dann darüber ab und wenn eine Mehrheit gefunden wird, dann muss die Verwaltung das umsetzen. In diesem Fall ist es nicht ganz so einfach, weil natürlich der öffentliche Personennahverkehr gemeinsam organisiert wird von Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Also insofern müsste das noch zwischen den drei Städten dann auch abgestimmt werden. Aber generell ist es so, dass wir als Gemeinderat, wir stellen die Finanzen zur Verfügung. Wir haben im Dezember unsere Haushaltsberatungen gehabt, wo wir über 2 Tage sozusagen beraten haben, wie das Geld, das die Stadt Mannheim, das sind immerhin pro Jahr etwa 1,3 Milliarden Euro, ausgegeben wird. Und da haben wir schon Schwerpunkte gesetzt. Ich auch da ein Beispiel nennen, die Verwaltung hatte nicht vorgeschlagen, dass die Kindergartengebühren ermäßigt werden sollen. Und der Gemeinderat hat dann in dem Fall jetzt die SPD-Fraktion mit Zustimmung auch der CDU-Fraktion beschlossen, dass ab diesem Herbst das 2. Kindergartenjahr im Regelkindergarten frei wird, keine Gebühren mehr anfallen, im nächsten Jahr auch das 1., sodass ab September nächsten Jahres die Kindergartenzeit, wenn jemand die normalen Öffnungszeiten in Anspruch nimmt, keine Gebühren mehr erhoben werden. In Ludwigshafen ist das ja schon so, aber da übernimmt es ja das Land Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg ist ja die CDU-Landesregierung bisher nicht in der Lage gewesen, das zu realisieren. Und das haben wir zum Beispiel im Gemeinderat durchgesetzt, obwohl die Verwaltung gesagt hat, sie würden gerne die Schwerpunkte anders setzen. Also wir beschließen das Geld, wir können über Anträge sozusagen unsere Positionen einbringen und große Vorhaben müssen natürlich im Gemeinderat beschlossen werden. Auch hier ein Beispiel. Wir haben beschlossen, dass wir eine Bundesgartenschau im Jahre 2023 in Mannheim durchführen. Diese Beschlüsse sind natürlich im Gemeinderat gefällt worden. Also der Gemeinderat hat schon viel Einfluss, aber klar ist natürlich auch im Zusammenspiel mit der Verwaltung. Deswegen ist ja auch wichtig, dass wir einen SPD-Oberbürgermeister und einen SPD-Bürgermeister haben. Die CDU hat auch 2 Bürgermeister, die Grünen haben 1 Bürgermeister, wir stellen den OB und 2 Bürgermeister. So setzt sich ja die Verwaltung spitze zusammen. Also den Eindruck, dass der Stadtrat nur irgendwelche vorbestimmte Programme abhakt, der ist falsch. Der ist zumindest in der Absolutheit falsch. Natürlich unterstützen wir auch viele Dinge, die von der Verwaltung kommen. Jetzt muss man ja immer auch sagen, die Bürgermeister, die unserer Partei angehören, die diskutieren ja uns mit uns gemeinsam auch die Positionen. Und deswegen ist es ja auch so, dass sozusagen auf der Verwaltungsbank bei den Bürgermeistern sich die Mehrheitsverhältnisse des Gemeinderates abbilden soll. Insofern haben wir natürlich auch schon in einer frühen Phase Einfluss darauf, was die Verwaltung vorschlägt. Und außerdem, Reinhold, ist es ja so, selbst wenn der Stadtrat darüber entscheidet, ob ein Gesetz durchgeht oder nicht, ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Ihr seid praktisch der Bundesrat in der kommunalen Verwaltung. Nein, das wird jetzt der Bundestag in der kommunalen Verwaltung. Da würde ich schon Wert drauf legen. Ja. Und wir können auch Akzente setzen. Also wir haben jetzt im Haushalt beschlossen, dass zum Beispiel
eine Schule, eine, jetzt sehr schnell eine Mensa und eine Turnhalle bekommen soll. Das sind mehrere Millionen Euro, die investiert werden, obwohl die Verwaltung dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgeschlagen hat. Die hätten das wahrscheinlich gesagt erst in ein paar Jahren, wir wollten das früher und haben das entsprechend beschlossen. Also da scheint es irgendwie unterschiedliche Meinungen zu geben von Stadtrat zu Stadtrat. Nein, das würde ich nicht sagen, dass es so ist. Es ist vielleicht so, egal, dass es darauf ankommt, mit wem man spricht. Wir haben ja eine Situation im Mannheimer Gemeinderat, die leider fast ähnlich ist wie in Heidelberg. Ja. Das heißt, wir haben eine Zersplitterung des Gemeinderates. Man muss sich das ja mal vorstellen. Der Mannheimer Gemeinderat hat 48 Mitglieder. 48 stimmberechtigte Mitglieder und der Oberbürgermeister hat Stimmrecht. Das sind 49 Stimmen. Mhm. Die SPD ist die größte Fraktion und hat 13 Gemeinderäte. Die CDU hat zwischenzeitlich auch 13, weil ein Grüner von den Grünen zur CDU gewechselt ist. Dann ist noch die, sind noch die Grünen da und die Mannheimer Liste. Und dann haben wir kleinere Gruppierungen und Einzelstadträte. Das heißt, es ist ganz schwierig geworden, in Mannheim Mehrheiten im Gemeinderat zu finden. Weil es gibt keine Koalitionen, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von Ludwigshafen, wo ja die Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU, glaube ich, doch sehr viel intensiver ist und Vereinbarungen getroffen werden. Das haben wir in Mannheim nicht. Das heißt, wir müssen als SPD immer auch gucken, wie kriegen wir Mehrheiten im Gemeinderat hin. Und dann haben wir ja natürlich auch diese AfD-Ableger im Gemeinderat und viele Einzelkämpfer, wo man sich manchmal fragt, welche Interessen vertreten die denn überhaupt. Vielleicht hat er es auch unter dem Aspekt gesagt, weil damals war ja noch die Frau Lohse Oberbürgermeisterin. Vielleicht ist es auch dann, wie du richtigerweise gesagt hast, ein Unterschied, ob der Oberbürgermeister eben SPD ist oder CDU. Das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied. Absolut. Wir haben mit unserem Oberbürgermeister natürlich vor den Etatberatungen sehr intensiv auch über die kommunale Schwerpunktsetzung der nächsten Jahre gesprochen. Und ich meine, wenn wir jetzt beschlossen haben, mehrheitlich als Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung, dass in den nächsten 4 Jahren in Mannheim über 100 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von Bildungseinrichtungen, also vor allem im Schulbereich, investiert werden, dann haben wir natürlich auch Einfluss genommen auf, als Partei auf diese Entwicklung. Und das haben wir gerne mitgetragen. Wenn der Investitionsschwerpunkt der Kommune in den nächsten Jahren ist, dass wir die Schulen in einen besseren Zustand bringen, dass wir teilweise ganz neue Schulen bauen, dass wir mehr Ganztagsschulen einrichten, dann sind es unsere Schwerpunkte als SPD. Und wenn die Verwaltung das aufgreift, weil der Oberbürgermeister das so sieht wie wir als SPD-Fraktion, dann ist es sehr sinnvoll. Und da kann man natürlich dann auch sagen, das ist wichtig, dass wir einen Oberbürgermeister haben, der unserer Partei angehört, weil dann natürlich vieles, was wir auch diskutieren, auch von der Verwaltung aufkommt. Also was ich gelernt habe an deinen Ausführungen ist, es kommt nicht auf das Amt an, sondern es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und da bist du ein ganz erfahrener Mann, ich merke schon, und du holst das raus, was eben möglich ist. Und es gibt vielleicht Leute, ohne jetzt jemanden unterbewerten zu wollen, die machen es halt nicht, die geben sich mit weniger zufrieden. Es kommt nicht auf das Amt an, sondern wie man es eben ausübt, wie in allen Berufen ist es halt so. Natürlich, und wir haben uns als SPD in Mannheim ja das Ziel gesetzt, dass wir die Kümmererpartei sind. Das heißt, wir sind nah an den Menschen dran, wir greifen Probleme in den Stadtteilen, in der gesamten Stadt auf. Sei es jetzt Probleme im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen, sei es Probleme bei der Entsorgung von Müll, bei zugeparktem oder bei zugeparkten Straßen oder bei kritischen Entwicklungen in Stadtteilen, was die Zusammensetzung des Stadtteiles betrifft und viele Dinge mehr. Und das ist ja wichtig, die greifen wir auf, das sind wir in Kontakt mit unserer Bevölkerung und das versuchen wir natürlich dann auch umzusetzen. Reinhold, lass uns zum Schluss noch zu einem wichtigen Thema kommen. Nachdem ich gelernt habe, dass der Stadtrat doch mehr Einfluss hat, als ich bisher gedacht habe, eigentlich schon erahnt habe, aber jetzt hast du mir das bestätigt, kommen wir jetzt zum Thema Große Koalition. Zurzeit laufen ja die Koalitionsverhandlungen. Wie bist du denn zufrieden mit dem ganzen Ablauf? Also mit dem Ablauf bin ich überhaupt nicht zufrieden, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich glaube, die SPD hat viele Fehler gemacht in den letzten Wochen.
Nichtsdestotrotz bin ich der Auffassung, dass wir, wenn jetzt eine Koalitionsvereinbarung heute Nacht zustande kommt, ja, wovon wahrscheinlich auszugehen ist, dass wir uns die Vereinbarung dann genau ansehen sollen. Ja. Und das, was mir bisher bekannt ist, kann ich schon sagen, dass in einigen für die Menschen wichtigen Punkten es doch so ist, dass die SPD deutliche Akzente bei den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat und es zu Verbesserungen für viele Menschen führen wird. Also ich will mal das Beispiel nennen, das kaum noch eine Rolle spielt. Aber wenn wir jetzt durchgesetzt haben, das ist jetzt auch ein gewerkschaftliches Thema, dass zukünftig die Krankenkassenbeiträge wieder paritätisch finanziert werden von der Arbeitgeberseite und von der Arbeitnehmerseite, ist es ein Riesenschritt nach vorne. Denn wir haben ja jetzt die Situation, der Arbeitgeberbeitrag ist eingefroren und alles, was es an Kostensteigerungen im Gesundheitswesen gibt, müssen die Arbeitnehmer alleine zahlen. Übrigens natürlich auch die Rentner. Es geht ja nicht nur um die Arbeitnehmer, auch die Rentner müssen ihre Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und wenn jetzt es zukünftig so ist, dass wieder halbe finanziert wird, dann wird es zu einer deutlichen Verbesserung für viele Menschen führen, um nur mal dieses eine Beispiel zu nennen. Oder wenn jetzt riesige Programme im Bildungsbereich aufgelegt werden, dann wird es für uns als Kommunen viele Möglichkeiten geben, schneller als bisher geplant Ganztagsschulen umzusetzen, neue zu bauen oder bauliche Voraussetzungen zu schaffen bei bestehenden Schulen, dass man in den Ganztagsbetrieb gehen kann. Um nur mal diese zwei Beispiele zu nennen, ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, wo ich glaube, dass sich doch einiges zugunsten der Menschen verbessern wird. Zum Beispiel auch, weil wir vorhin die Wohnungspolitik haben, zum Beispiel auch im Bereich der Wohnungspolitik. Oder wenn es um die Entlastung geht, Solidaritätszuschlag. Weil 90%, das ist unser Klientel, wenn ich mal sage, 90%, Mannheim hat über 300.000 Einwohner. Und wenn ich mal sage, das sind zwei Drittel berufstätig, dann sind es 200.000 Einwohner. Wenn der Solidaritätszuschlag jetzt abgeschafft wird in der nächsten Amtszeit für 90% der Bevölkerung, dann heißt es, dass in Mannheim zwischen 150.000 und 170.000 Menschen mehr Geld in der Tasche haben werden, allein durch diese Entscheidung. Und so gibt es doch viele Punkte. Ein paar fehlen mir als Gewerkschafter, das sage ich auch. Das hätte deutlich besser sein können, aber auf der anderen Seite ist es halt so, die SPD hat halt nur noch 20% bei der Wählerabstimmung. Ich denke mal, das Problem der SPD liegt nicht in den Programmen, weil auch in der letzten Großen Koalition hat die SPD ja sehr gute Gesetze nach vorne gebracht, sondern einfach in der Glaubwürdigkeit. Das ist das Problem. Wenn der Martin Schulz sagt, es gibt keine Große Koalition und geht dann doch in Verhandlungen, ist halt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja. Das ist ein großer Fehler, der gemacht wurde, oder man muss bei der Position bleiben. Also man kann nicht permanent die Positionen verändern. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut. Und ich finde schon, dass man sehr sorgfältig damit umgehen muss. Glaubwürdigkeit heißt nicht, dass man den Menschen nach dem Mund redet und jedem Recht gibt. Aber wenn man eine Position hat, dann muss man auch für diese Position eintreten und muss auch versuchen, diese Position umzusetzen und kann nicht nach zwei Wochen auf einmal sagen, die Welt sieht jetzt ganz anders aus und deswegen haben wir die Position jetzt verändert. Also Glaubwürdigkeit, da hat die SPD viel verloren und da werden wir lange daran arbeiten müssen, um wieder Glaubwürdigkeit bei den Menschen zurückzugewinnen. Also die SPD muss jetzt programmatisches aufholen, was sie an Glaubwürdigkeit versemmelt hat. Ja, sie muss es durch eine gute Politik aufholen. Und ich denke, dass Fehler, die in der letzten Großen Koalition gemacht wurden, jetzt nicht mehr gemacht werden dürfen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man abspricht, wenn es zu einer Großen Koalition kommt, dass die Themen, die für uns als Sozialdemokraten wichtig sind und für die breite Masse der Bevölkerung wichtig sind, dass dann auch hinterlegt wird, wann wird denn das auch gesetzmäßig umgesetzt, damit uns es nicht wieder passiert, dass am Ende der Amtszeit noch große Themen anstehen und die CDU sich weigert, dann mit uns die großen Themen umzusetzen. Reinhold, ich muss dich leider unterbrechen. Die Sendezeit ist schon vorbei. So schlägt die in 45 Minuten rum. Ich möchte meine Fernsehzuschauer noch auf die Sendung am Freitag hinweisen. Da kommt der Professor Dr. Bernhard Vogel, zweimal Ministerpräsident, einmal in Rheinland-Pfalz und dann in Thüringen. Da geht es darum, um sein Leben zu würdigen. Er ist ja letztes Jahr im Dezember 85 geworden. Da geht es weniger um Parteipolitik, als mehr um die Person, um das Leben von Professor Dr. Bernhard Vogel. Ich freue mich auf ihn und ihr freut euch auch bestimmt.
Ich habe mich gefreut, dass du heute da warst, Reinhold. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke für die Einladung und alles Gute. Und mach weiter so. Du machst deinen, ich sag mal heute sagen, Job hervorragend. Danke dir. Und ich habe viel gelernt von dir und weiß jetzt, dass ein Stadtrat wesentlich mehr machen kann, als man gemeint. Hoffentlich werde ich die Bevölkerung so auch zur Kenntnis. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir winken nochmal. Tschüss.